Wenn ihr gerne wissen möchtet, wie ich diesen herbstlichen Kranz erstellt habe, tja, dann würde ich vorschlagen, bleibt einfach dran. Im folgenden Video zeige ich es euch. Als Basis für meinen Herbstkranz wird mir dieser 30 cm große Strohkranz dienen. Ja, und dann werde ich euch jetzt mal das ganze Grün vorstellen, was ich einarbeiten werde. Hier haben wir Stacheldrahtpflanze. Eine wird nachher nicht ausreichen, aber mein Tisch ist jetzt letzten Endes zu klein, als dass ich das jetzt hier schon alles hinstellen könnte. Ja, jedenfalls, dann haben wir hier noch Fetthenne. Die stammt aus meinem Garten. Blüht in zwei Versionen oder in zwei Farben. Wollte ich euch mal eben zeigen. Die hier ist etwas knalliger als die hier. Dann haben wir hier Bauernhortensien, auch aus meinem Garten. Hagebutten, bei denen müsst ihr aufpassen. Die Hagebutten haben nun mal Dornen. So, was haben wir hier noch? Die Beeren vom Johanniskraut. Die gibt es auch noch mal in einer rötlichen Farbe. Dann habe ich hier noch ein Bund Strandflieder. Und last but not least Heidepflanzen. Einmal in weiß und einmal in so einem, ich sag mal, rosastichigen Ton. Wobei, das geht schon in die Richtung lila mehr. Was wollte ich euch jetzt noch erzählen? Ach ja, es kann auch gut möglich sein, dass, wenn der Kranz fertig ist, dass ich auch noch Material mit der Heißklebepistole befestigen werde. Das weiß ich jetzt allerdings an dieser Stelle selber noch nicht. Und ich werde jetzt folgendermaßen arbeiten. Da wird jetzt kein Bindedraht verwendet werden. Dieses Mal habe ich vor, das alles oder das Material, ja, was wollte ich jetzt sagen, das alles mit den Krampen zu befestigen. Einige von euch kennen die auch unter dem Namen U-Haken. Ja, jetzt geht es hier mal wieder los mit meinen kleinen Minisprachstörungen. Ja, egal. Ich wechsle jetzt mal für euch die Perspektive. Dann könnt ihr gleich auch deutlich besser sehen, hoffe ich zumindest. Als Hauptgrün werde ich die Heidepflanzen und die Stacheldrahtpflanzen verwenden. Und dann wollte ich euch auch nochmal die Krampen zeigen, beziehungsweise U-Haken. So sehen die halt aus. Ja, und mein Grün muss jetzt natürlich auch noch zurechtgeschnitten werden. Nehmen wir hier mal die Heide. Kommt halt alles jetzt schon mal ab. Ich weiß, das ist immer so eine Sache mit dem Abschneiden, aber ich möchte einen Herbstkranz erstellen und von daher muss das jetzt gleich sein oder jetzt sein vielmehr. Auch die Stacheldrahtpflanze wird gleich komplett geschnitten werden, aber ich schneide die Pflanzen immer erst nach und nach, nicht dass ich dann letzten Endes ja zu viel Material übrig behalte. Beim Johanniskraut, da schneide ich mir die Beeren so ab. Wenn jetzt hier noch größere Blättchen dran sein sollten, auch entfernen, weil die trocknen jetzt nicht so schön ein. Wenn ihr jetzt so wie ich auch mal hier so abgeknickte haben solltet, die könnt ihr später mit der Heißklebepistole einfach befestigen. So, legen wir euch mal eben dahin. Strandflieder, komm mal her. Beim Strandflieder, die Sachen, die noch nicht aufgeblüht sind, haben wir jetzt hier mal ein Beispiel. Hier sind so ganz kleine. Die lasse ich jetzt einfach dran. Lasse die ein paar Tage im Wasser stehen, damit sie halt komplett aufgeblüht sind. Ich lege jetzt auch erstmal dahin. Hagebutten müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da sind nun mal Dornen dran und anscheinend auch Federn. Die Blätter der Hagebutten würde ich abschneiden, weil die trocknen unschön ein. Dornen kann man auch mit einem speziellen Messer entfernen. Das habe ich jetzt nicht da und von daher mache ich das jetzt hier einfach mit meiner scharfen Schere. Verwendet bloß immer eine scharfe Schere. Das ist sonst echt frustrierend. Das ist jetzt auch eine Schere, die kann man fürs Ikebana verwenden. Kann es auch mal weg. Stacheldrahtpflanze. Gucke ich mal, wo fängt die hier an zu wachsen. Dann schneide ich die auch ganz weit unten ab. Ich werde aber auch in die Videobeschreibung mal hineinschreiben, wie viel Material oder Pflanzen ich letzten Endes benötigt hatte. Jetzt zumindest von denen hier, die im Blumentopf sind. Die anderen hatte ich ja im Garten gesammelt. Da habe ich jetzt auch noch genug zur Not. Bauernhortensien. Bitte darauf achten, nicht zu lang abschneiden, weil dann schneidet ihr aus Versehen die Blüte für das nächste Jahr ab. Bei den Rispenhortensien ist das vollkommen Latte. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gezeigt, wie man schneidet. Was ich jetzt noch sagen wollte, ich habe mich jetzt auch bewusst gegen den Bindedraht entschieden. Nehmen wir jetzt hier mal eine Hortensie als Beispiel und ich nehme jetzt hier mal so ein grobes Sträußchen der Heide. Wenn ich jetzt einen Draht nehmen würde, dann wird das so platt gedrückt, höchstwahrscheinlich. Von daher mache ich das jetzt lieber mit den Krampen. Mache mir jetzt mal ein kleines Sträußchen mit der Heide. Das kann ruhig noch etwas dicker. Das soll ja, wie gesagt, sowieso mein Hauptgrün werden. Ich achte hier darauf, dass das jetzt nicht gleichmäßig abschließt, aber hier unten so einigermaßen. Kann man hier etwas abschneiden. So, wollen wir mal schauen. Wenn es jetzt auch interessieren sollte, wie lang mein Material ist. Ja, das längste so grob 13 cm. Krampe habe ich am Start.
Jetzt könnte man allerdings noch darüber nachdenken, ob man schon etwas von dem Johanniskraut hier mit hineinmischt. Das lasse ich auch so richtig schön lang raus. Ich glaube, das mache ich. Aber das Johanniskraut, das wird sparsamer eingearbeitet werden, weil ich habe halt nur dieses eine Bund. Das werde ich dann auch mal weglassen. Ja, das passt. Mal schauen. Doch, die Krampe schafft das. Und steckt das hier ganz entspannt mal hinein. Ich würde jetzt auch den Anfang mit Heide und mit Stacheldrahtpflanze machen. Ihr werdet nachher sehen, warum. Und nicht mit der Hortensie. Eben auseinanderfriemeln. Ich brauche echt einen größeren Arbeitstisch. Aber ich habe da was schon, ich habe da schon etwas in Planung. Und ich habe hier einen Dorn im Finger gehabt. Ja, im Zweifel auch einfach mal Handschuhe tragen. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt keine dreckigen Hände bekommen möchtet. Stacheldrahtpflanze auch am Start. Da könnten wir jetzt schon mal den Strandflieder hinzunehmen. So, etwas zu groß. Kürzen wir das hier mal ein. Das hier auch. Zack. Nehmen wir euch jetzt mal so einzeln. Und dann halt auch immer darauf achten, dass man nachher nichts mehr von dem Strohkranz sehen kann. Fange ich mal hier unten an. Na, willst du denn wohl hinein? Schakka. Ja, da kann noch mehr Heide hin. Auch wieder ein kleines Sträußchen. Ich denke, ich werde das so im Wechsel machen. Hier oben kommt jetzt Heide hin. Hier unten Stacheldrahtpflanze mit Strandflieder. Dann kommt jetzt hier auch gleich Stacheldrahtpflanze mit Strandflieder hin. Das mache ich jetzt mal eben im Schnelldurchlauf fertig und dann zeige ich euch, wie ich die anderen Materialien einarbeite. Die Fetthenne, Hagebutten und Hortensien werden jetzt in meinem Fall alle separat eingearbeitet werden. Ich mache jetzt hier mal den Anfang mit den Hagebutten. Gekürzt hatte ich sie jetzt gerade schon. Krampe ist am Start. Gehst du denn wo da rein? Bitte. Ja, da muss man ordentlich drücken bei den Krampen. Manchmal hat man auch irgendwann das Problem, dass das dann gar nicht so rein will. Ich habe sogar schon mal mit einem Hammer gearbeitet. So, bei der Fetthenne bleibt es euch jetzt selbst überlassen, ob ihr die Blätter abmacht, diese ganz kleinen, die halt hier unten sitzen. Lege ich hier mal drauf. Ich will die so als plüschige Version haben, die Fetthenne. Krampe ist auch am Start. Die Stelle ist aber gerade wirklich etwas zickig. Immer darauf achten, dass die Seiten auch mal mit Fetthenne und mit Hortensien bedeckt sind. Es sei denn, ihr wollt die Hortensien jetzt wirklich nur oben drauf haben. Aber ich persönlich finde es jetzt schöner, wenn jetzt hier mal eine kommt, dann kommt mal da eine oder halt hier eine. So, auch einzeln. Hortensien kann man, damit sie ja plüschiger sind, hier oben etwas zusammendrücken und dann auch mit einer Krampe befestigen. Ja, oder ihr macht euch die Mühe und bindet die vorher noch mit einem kleinen Draht zusammen. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt zu faul für. Jetzt kommt mal wieder, ich wollte schon sagen, Strandflieder hinzu. Wie heißt das? Heide. Und Johanniskraut. Ja, da müsst ihr jetzt ein bisschen gucken. Die Heide wird jetzt mehr so unter die Fetthenne gelegt werden. Krampe ist am Start. Das ist aber jetzt letzten Endes auch ehrlich gesagt sehr viel Arbeiten nach Gefühl. Immer mal vorher anhalten. Und ich wollte euch ja noch sagen, warum die Hortensie einzeln eingearbeitet wird. Jetzt muss man nämlich schauen, wie passt es am besten. Ich möchte nämlich die Heide jetzt nicht so komisch darüber haben. Das wäre jetzt wahrscheinlich bei der Bindedrahtversion so seltsam. Lege ich mir einfach mal so daneben. Der Kranz soll auch nicht zu buschig sein werden. Schakka. So, kann hier auch wieder Heide hin. Die Hortensie halt letzten Endes so eingebettet wird. Ne? Ihr könnt es auch so, ihr könnt es wahrscheinlich auch sehen. Ich lege das jetzt nicht wie mit der Drahtversion alles immer so hin, sondern auch mal so schräg, je nachdem, wie es halt gerade am besten passt. Wenn euch das hier zu sehr abstehen sollte, dann könnt ihr die auch einfach mal so nach unten legen. Im Zweifel dann auch einfach noch mal mit einer Krampe festmachen. Habe ich jetzt allerdings nicht vor. Und dann werde ich das jetzt aber auch für euch mal etwas beschleunigen. Einfach so nach Gefühl frei Schnauze arbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Könnten wir hier gleich Hagebutten oder auch Fetthenne. Fetthenne habe ich auch genug im Garten. Das ist jetzt nicht das Problem. Nehmen wir mal mehrere hinzu. Weil jetzt nur so eine
Es sei denn, ihr habt ganz große Blüten oder wie auch immer. Wäre mir jetzt zu wenig. Ja, ich glaube, das wird ganz cool, der Kranz. Ich bin jetzt so gut wie fertig mit meinem Kranz und dann zeige ich euch jetzt mal den Abschluss. Hier ist ja der Anfang, da das Ende und der Anfang von meinem Kranz wird jetzt angehoben und dieses Bündel stecke ich jetzt oder schiebe ich jetzt unterhalb des Anfangs. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen friemelig, im Zweifel einfach mal zu zweit machen. Ja, und mit diesem Grün drunter schieben, das mache ich jetzt so lange, bis ich halt mit der Fülle letzten Endes zufrieden bin. Okay, Luki, Luki. Ja, da kann gleich noch etwas Heide hinzukommen. So, dann nehmen wir jetzt hier mal, ich wollte schon Hortensien sagen, Fetthenne. Auch die wird jetzt schon mal unter den Anfang drunter geschoben. Ja, wobei, ich muss mir eben überlegen, ich wollte, glaube ich, noch eine Hortensie da reinsetzen, weil hier ist eine oben und dann brauchen wir gleich eine hier unten. Auch wieder anheben. So, komm mal her, kleine Maus. Das wäre jetzt echt der Vorteil bei Ristenhortensien. Die hätte man länger abschneiden können. Ihr müsst dann natürlich auch auf eure Fingerchen aufpassen. So. Komm mal her. Oh, das wäre jetzt super nett, wenn du auf Anhieb schon mal so sitzen würdest, wie ich das gerne hätte. Und zack. Ja, sie sitzt. Mal eben schauen. Ja. Ja, und wie bereits erwähnt, boah, ich bin total aufgeregt. Ich finde den so Hammer. Wie bereits erwähnt, immer anheben, drunter schieben, bis euch das hier mit der Fülle halt soweit gefällt. Wenn ihr noch, wie ich auch, Material übrig behalten haben solltet, ihr könnt das dann einfach nur noch so in den Kranz hineinstecken. Ne? Das wird jetzt nicht mehr nachher mit Krampen befestigt werden. Voraussichtlich, ja, den Strandflieder weiß ich noch nicht, ob ich da was von einarbeiten werde, aber hier die Beeren vom Heidekraut, ich zupfe es mal eben ab. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo dürfte jetzt noch was hin. Einfach so, zacki, zacki, ne? Aber ich gehe jetzt mal wieder etwas auf Zeitraffer. Ich muss nämlich jetzt noch mal selber überlegen, wo ich was hinhaben möchte. Ja, das kommt doch ganz gut. In der Zwischenzeit habe ich meinen Kranz schon auf einen Teller draufgelegt, einfach um zu vermeiden, dass der Tisch, wo er halt letzten Endes hinkommt, unnötigerweise vom Kranz im schlimmsten Falle zerkratzt wird. Ja, und ich weiß, Eigenlob stinkt zwar, aber ich finde den mega geil. Ich kann es nicht anders sagen, sorry Leute, aber das nenne ich mal einen Kranz. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pflanzen ich jetzt benötigt hatte letzten Endes, ne? Du bist da etwas krumm drauf. Werde ich aber in die Videobeschreibung alles hineinschreiben. Auch was ich da jetzt genau eingearbeitet hatte. Ich bin hier gerade ehrlich gesagt selber total sprachlos. Der ist wirklich toll geworden. Ja, ursprünglich hatte ich ja auch noch überlegt, da irgendwie mit der Heißklebepistole zu arbeiten. Ich hole mal eben rüber, was ich mir vorgestellt hatte. So, ja, mal rumlaufen. Ich hatte am Wochenende Glück gehabt. Das sind die Eichen von einer amerikanischen Eiche. Per Zufall entdeckt im Wald, der, ja, ich weiß auch nicht, warum die da wuchs, hat vielleicht irgendjemand mal dahin gepflanzt. Und die verlieren auch nicht so schnell die Hütchen. Ach, hier haben wir noch eine Buchecker. Ja, und da hatte ich halt drüber nachgedacht, die da noch so mit hineinzumachen. Oder ich hatte ja auch überlegt, ob ich hier in der Mitte ein Glas mit einer Kerze platzieren möchte. Ich lasse das jetzt alles. Der bleibt so, wie er ist, da wird gar nichts jetzt mehr dran gemacht. Also, ich glaube, das ist jetzt wirklich mein schönster Kranz ever, werde ich wahrscheinlich niemals mehr toppen können. Also auch die Adventskränze, die kommen werden, ich glaube, das hier, das, nee, das kannst du nicht mehr steigern. Was ich euch jetzt auch noch erzählen wollte, insgesamt habe ich circa 1,5 bis 2 Stunden für diesen Kranz benötigt.
In der Zwischenzeit hatte ich auch noch überlegt, ob ich ihn mit Haarspray einsprühen möchte. Ja, dann wird das letzten Endes alles nochmal, ich sag mal, etwas haltbarer und die Hortensien zum Beispiel halten auch länger ihre Farbe. Ich werde das jetzt allerdings nicht machen. Ich lasse den jetzt ja auf natürliche Art und Weise einfach mal eintrocknen. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!